Wir möchten aufzeigen, dass es wichtig ist, in Zukunft sich mit der Digitalisierung, im Speziellen natürlich hier mit den Assistenzsystemen, auseinanderzusetzen. Und dass es auch wichtig ist, einfach mit den Daten, die man da erhält, zu arbeiten, weil sie halt eine große Aussagekraft haben. Unsere Kühe werden hier mit Melkrobotern gemolken. Wir haben eine automatische Reinigung der Spalten mit einem Schieberoboter. Das Futter wird automatisch rangeschoben und die ganze Steuerung und Führung der Kühe läuft über Apps und Smartphone. Die Herausforderung für die Landwirte ist, dass es sehr, sehr viele Assistenzsysteme gibt und der Landwirt einfach nicht die Möglichkeit hat, diese verschiedenen Systeme miteinander zu vergleichen. Er kann sich ja nicht drei verschiedene Melkroboter gleichzeitig von verschiedenen Firmen in den Stall stellen, weil die auch einfach sehr teuer sind. Und wir möchten dem Landwirt halt helfen, diese Systeme auch miteinander zu vergleichen und einfach eine Entscheidungshilfe bieten. Für mich ist es wichtig, dass ich gebündelte Daten habe, die ich über einen Zugriff erreichen kann. Ich muss sehen, dass ich das, was ich an meinem Rechner mache, auch meinen Mitarbeitern weitergeben kann. Und das muss einfach und leicht verständlich sein. Und das ist es in der Form jetzt noch nicht, wenn ich mit verschiedenen Systemen arbeite. Wir wollen vom Landwirt wissen, welche Assistenzsysteme nutzt er, wie nutzt er diese, was empfindet er als gut, was empfindet er als schlecht. Und dann zusammen mit dem Landwirt schauen, wie wir die Assistenzsysteme optimieren können, damit er halt das volle Potenzial nutzen kann. Ein Spaltenroboter, der hält mir die Kühe sauber. Und saubere Kühe sind weniger anfällig für Krankheiten. Eine Kuhortung verschafft mir Tierwohl, weil ich gezielt zu dem Tier gehen kann, ohne die anderen Tiere zu stören. Ich spare wieder Arbeitszeit und damit Arbeitskräfte und kann wirtschaftlicher arbeiten. Die Herausforderung für die Landwirte ist einfach, dass sie mit den großen Datenmengen, die sie erhalten, tatsächlich auch vernünftig arbeiten können. Einfach, weil es zum Beispiel durch verschiedene Systeme dazu kommt, dass sie die Daten gar nicht miteinander verknüpfen können. Und dann kann der Landwirt auch einfach nicht diesen Vorteil aus seinen Daten ziehen. Wir möchten den Landwirten zeigen, dass die Nutzung von Assistenzsystemen einen Mehrwert für sie bringt, zum Beispiel hinsichtlich Tierwohl, Tiergesundheit. Es kann aber auch zu Zeitersparnis führen oder dass sie einfach andere Parameter auch über ihre Tiere erhalten, mit denen sie dann arbeiten können.